Hallo, meine lieben Fußballfreunde, und seid hier herzlich willkommen zurück zu einer Fanfiction hier bei Minecraft Lost. Ja, heute gibt es nochmal eine wunderschöne Fanfiction mit dieser wunderbaren Timelapse, wo ich mal wieder sehr erfolgreich mein war. Wie erfolgreich weiß ich nicht mehr, ist jetzt auch schon ein bisschen her, wo ich es aufgenommen habe. Wir machen aber weiter natürlich mit der Fanfiction, weil wir wollen ja auch damit fertig werden. Wir sind bei Kapitel 52 und es geht bis 59. Also wir sind nicht mehr so weit davon entfernt, es zu beenden, sage ich mal so. Und dann werde ich vielleicht mal sogar so Kontakt hier zu dieser Autorin aufnehmen und dann auch mal da so Meinung da lassen, sagen so von wegen, hey, ich habe das alles auf meinem YouTube-Kanal so gesehen hochgeladen, wie ich deine Geschichten vorlese. Okay, wie dem auch sei, wir machen weiter. Wir sind bei Kapitel 52, Judy. Als sie am nächsten Morgen mit großem Hunger erwacht, schleppt sie sich durch die tropische Hitze ein Stück in den Dschungel, um eine Mango oder eine ähnliche Frucht zu pflücken. Genervt von der Hitze stapft sie weiter, während sie ihren Fund genüsslich verzehrt, als sie sich plötzlich in den ehemaligen Höhlen befindet. Überrascht wird sie von Hurley, Jack und Kate angeschaut, die mit drei Rucksäcken voller Wasserflaschen bepackt sind. Maggie, begrüßt Jack sie, doch sie antwortet nicht. Wortlos schlürft sie auf die Wasserstelle zu und stellt sich fast komplett unter das plätschernde Wasser. Gibt Hurley stirnrunzelnd von sich, während er mit Jack und Kate Maggie fragwürdige Aktion beobachten. Triefend stellt sich der Teenager zu ihnen. Gibt es noch einen Rucksack? Hurley schaut Kate und Jack unsicher an, bevor er einen vierten Rucksack hervorholt. Super, den trage ich, beschließt der Teenager. Nein, das machst du nicht. Du sollst nicht so schwer tragen, mischt sich Jack ein. Jack, ich bin kein Baby. Aber schwanger, kontert er. Augenblicklich lässt die den Rucksack fallen und blickt die drei wütend an. Okay, stopp, es reicht mir. Ich bin nicht krank, sondern schwanger. Und ich bin noch nicht so weit. Also hört auf, mich in Watte zu packen und fangt an, mir ernsthafte Aufgaben zu geben und mir etwas zuzutrauen. Wir sind auf einer verdammten Insel gestrandet. Hier gibt es keinen Mutterschutz. Alles klar? Maggie hebt ruckartig den Rucksack vom Boden auf und läuft aus den Höhlen, wobei sie Jack im Vorbeigehen böse anfunkelt. Alter, hört sie Hugo hinter sich murmeln. Am Strand angekommen, wirft sie den Rucksack wütend in den Sand. Schlechter Tag, schlechter Tag. Die 16-Jährige dreht sich um und schaut auf in Saids Gesicht. So ähnlich, seufzt sie. Wegen den Umständen, beginnt sie und schaut auf ihren Bauch. Will niemand meine Hilfe und niemand traut mir etwas zu. Es ist so schlimm, nichts zu tun zu haben. Said scheint zu überlegen. Ich bräuchte deine Hilfe. Ach ja? Aber nicht so eine Mitleidsaufgabe, oder? Erwidert sie lachend. Ich will für Shannon etwas ganz Besonderes machen. Ein Picknick im Dschungel. Nur ich weiß nicht, ob es gut geworden ist. Maggie versteht sofort. Lass uns gehen. Wir schauen uns das mal an. Zwinkert sie dem erleichtert lächelnden Said zu. Als sie durch den Dschungel laufen, erzählt Maggie ihnen, was in den Höhlen passiert ist. Also habe ich gesagt, dass sie aufhören sollen, mich so zu behandeln. Said nickt verständnisvoll. Ich dachte einfach nur, es ist wichtig, dass mal gesagt. Maggie stockt und bleibt stehen. Sie legt einen Finger auf die Lippen. Hast du das gehört? Erneut lauschen die beiden und vernehmen ein Keuchen und Schluchzen. Als sie den Geräuschen folgen, sehen sie im hohen Gras etwas Braunen, das nach Haaren aussieht. Langsam dreht Said die Person um. Und sie erblicken ein junges Mädchen mit braunen glatten Haaren, das sie verängstigt mit ihren großen blauen Augen anblickt. An ihrem Kopf befindet sich eine blutende Wunde. Wer bist du? Fragt Maggie geschockt. Judy, antwortet sie leise, bevor sie bewusstlos wird. Said und Maggie schauen sich kurz an, bevor sie aufspringt und mit den Worten »Ich hole Jack« losrennt. Jack! Ruft sie immer wieder, während sie durch die Büsche und Bäume rennt. Jack! Ich bin hier, ertönt es plötzlich nicht weit von ihr. Schnell rennt sie zu ihm. Jack, wir
schnappt sie nach Luft, als sie beim Arzt ankommt, der mit Jodie und Kate immer noch unterwegs ist, um Wasser zum Strand zu bringen. »Hey, beruhig dich erstmal«, legt er ihr belustigt die Hand auf die Schulter. »Jack, wir haben jemanden gefunden«, spricht sie es endlich aus. »Was? Jemand von uns?« »Nein, ein Mädchen, ungefähr mein Alter.« »Wo ist sie?« fragt er geschockt und zugleich aufgeregt. »Im Dschungel, nicht weit von hier, aber sie ist verletzt. Ist jemand bei ihr?« »Said, doch sie ist bewusstlos geworden«, erklärt Maggie hastig. Schnell drückt er Kate seinen Rucksack in die Hand. »Geht schon mal vor, wir sehen uns später am Strand.« Mit diesen Worten lässt er die beiden stehen und rennt Maggie hinterher. Als sie bei Said ankommen, der den Kopf des immer noch bewusstlosen Mädchens auf seine Beine gelegt hat, kniet sich Jack sofort neben sie. »Hey«, spricht er sie ruhig an und klopft vorsichtig auf ihre Wange. »Kannst du mich hören?« Plötzlich öffnet sie ihre großen, meeresblauen Augen. Jack lächelt sie erleichtert an. »Wie fühlst du dich?« Das Mädchen, welches sich als Judy vorgestellt hat, antwortet nicht. Stattdessen fasst sie sich an den Kopf, an dem sie eine blutende Wunde hat. »Mein Kopf«, beginnt sie schluchzend. »Keine Sorge, darum kümmern wir uns. Aber zuerst musst du mir sagen, wie du hierher gekommen bist.« »Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts mehr«, antwortet sie panisch. »Sch, alles in Ordnung. Das wird schon wieder«, beruhigt Jack sie. Said streichelt einfühlsam ihren Oberarm. »Wir sollten sie ins Krankenhaus bringen«, entscheidet Meg und die Männer stimmt zu. »Ach, Krankenzelt, nicht Krankenhaus, Krankenzelt bringen«, so. Und die Männer stimmt zu, so. Als Judy am Nachmittag im Krankenzelt liegt und schläft, sitzt Maggie gedankenverloren am Wasser. Im Sand hört sie Schritte. Als sie ihren Kopf dreht, erblickt sie Jack, der ebenfalls auf den Ozean schaut und sich langsam neben sie in den Sand setzt. An seinem weißen Oberteil befindet sich etwas Blut. »Wie geht es ihr?«, erkundigt sich der Teenager. Jack nickt langsam. »Ganz gut. Sie hat einen Schock und vermutlich eine Amnesie, hervorgerufen durch die Verletzung an ihrem Kopf.« »Was meinst du, woher sie kommt?«, fragt sie unsicher. »Ich weiß es nicht, aber das werden wir schon herausfinden«, antwortet Jack, ohne Maggie anzusehen. »Was meint ihr, woher Judy kommt? Wie ist sie auf die Insel gekommen und vor allem, wird sie sich wieder erinnern?« »Ich hätte da so eine Theorie. Kennt ihr das Spiel Lost via Domus?« »Habe ich nur so ein bisschen in Theorie, dass es vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat.« Kapitel 53, nicht allein. Maggie, Jack und Kate stehen am Strand und unterhalten sich über die geheimnisvolle Judy. »Wie ist es möglich, dass sie überlebt hat? Dazu noch alleine«, murmelt Kate gedankenverloren. »Sie muss sich schnellstmöglich erinnern«, erwidert der Teenager. »Das Wichtigste ist erstmal, dass es ihr schnell besser geht. Das Letzte, was man bei einer Amnesie brauchen kann, ist Druck«, erklärt Jack. »Bei mir war es doch auch so. Erst als ich aufgehört habe, mich krampfhaft erinnern zu wollen, kam alles zurück«, erinnert sich Maggie. »Vielleicht sollte ich mal mit ihr reden. Schließlich weiß ich, wie man sich in so einer Situation fühlt.« Jack scheint einen Moment zu überlegen und stimmt schließlich zu. »Aber sei bitte vorsichtig. Wir wissen immer noch nicht, wie sie hergekommen ist.« Die 16-Jährige nickt. Am Nachmittag sitzt Maggie mit Hurley in der Station, als sich Claire und Shannon an sie wenden. »Hi, Maggie«, beginnt die junge Mutter verlegen. »Ich war vorhin am Strand spazieren und da habe ich etwas gefunden. Nachdem ich mit Shannon darüber gesprochen habe, waren wir beide der Meinung, Sun und du solltet es wissen.« Maggie bemerkt Sun, die schon die ganze Zeit hinter Claire und Shannon gestanden hat. Jedoch blickt sie durchgehend traurig auf den Boden, was ihr Teenager stutzig macht. Claire holt eine grüne Flasche hervor und reicht sie Maggie. »Das sind die Briefe an die Familien. Sie waren auf dem Floß.« Plötzlich ertönt ein Knall und alle zucken zusammen. Die Flasche, die einst für sie Familien zu Hause bestimmt war, liegt nun 1000 kleinen Teilen zerbrochen auf dem Boden. Alle Anwesenden starren Maggie an, die mit zitternder Stimme auf Sun zugeht und sie wortlos umarmt. Anschließend verlässt sie auch, ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen, die Station. Mitten im Dschungel sitzt sie eine kurze Zeit später auf einem Baumstamm und denkt nach. »Das war's also? Boone habe ich auch verloren«, denkt sie, während Tränen in ihre Augen steigen. »Und es ist meine Schuld. Er wollte hierbleiben, doch ich habe ihn überredet zu gehen. Und das Schlimmste ist, warum tut es nicht so weh, als würde ein Teil von mir wissen, dass es ihm gut geht?
Was macht diese Insel nur mit mir? Warum will sie mir all meine Erinnerungen und all mein Wissen über Lost nehmen? Könnte ich mich nur erinnern. Als Maggie bei Anbruch der Dunkelheit am Strand entlang schlendert und nachdenkt, wird sie von jemandem angesprochen. Maggie, richtig? Fragt Judy unsicher und reißt den Teenager damit aus seinen Gedanken. Sie nickt und lächelt bedrückt. Wie geht es dir? Erkundigt sie sich. Besser, der Arzt, Jack, hilft Maggie ihr auf die Sprünge. Richtig, Jack hat gesagt, mein Kopf wird sich bald komplett erholt haben. Die Wunde heilt sehr gut. Und die Erinnerung? Fragt Maggie zögernd nach. Die Ribünette schaut zu Boden und schüttelt traurig den Kopf. Mach dir keine Sorgen, das hatte ich auch mal. Wirklich? Fragt Judy unsicher nach, woraufhin Maggie nickt. Und wie sind die Erinnerungen zurückgekommen? Ja, plötzlich war alles wieder da. Ich wollte eh mit dir reden. Setzen wir uns kurz? Damit deutet Maggie auf den Sand. Beide setzen sich mit dem Blick aufs Wasser in den durch die verschwundene Sonne erkälteten Sand. Möchtest du mir etwas erzählen? Beginnt der Teenager vorsichtig. Natürlich. Was möchtest du wissen? Zum Beispiel, an was du dich noch als letztes erinnern kannst. Judy überlegt. Ich komme nach der Schule nach Hause. Ich bin 17 und in der 11. Klasse. Als ich die Treppe zu der Wohnung, in der ich mit meiner Mutter wohne, hochgehe, halte ich einen Brief in den Händen. Mehr weiß ich nicht. Maggie nickt verständnisvoll. Kann ich dich auch was fragen? Beginnt die Brünette ruhig. Ja, natürlich. Bist du schwanger? Das ist plötzlich aus ihr heraus, was Maggie zum Lachen bringt. Ja, das bin ich. Krass, verleiht Judy ihrem Schock von Ausdruck und beide lachen wie alte Freunde, bis sie plötzlich innehalten und sich ansehen. Weißt du, es ist... Weißt du, es ist schön, in einer so verrückten Situation eine Gleichgesinnte zu haben? Obwohl deine Schwangerschaft die Sache nicht weniger verrückt macht, aber immerhin sind wir im selben Alter. Wieder lachen die beiden. Ich denke, es ist einfach wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und das bist du nicht, sagt Maggie ruhig und wird von Judy dankbar angelächelt. Oh Gott, ist es lange her, dass ein Kapitel kam, das tut mir leid, gerade die Schule begonnen, bababam. Ich gebe mein Bestes. Okay. Ja, gehen wir zu Kapitel 54, Mädelsabend. Mal gucken, wie kurz oder lang. Ah, ist ein bisschen was. Ich kann das jetzt schlecht einschätzen. Okay, Maggie und Jack schlendern durch den Dschungel. Wie geht es dir? Erkundigt sich der Arzt. Maggie nickt und antwortet schnell. Alles gut. Jack bleibt stehen und sieht sie mit schräg gelegtem Kopf an. Aha, und wie geht es dir wirklich? Der Teenager seufzt. Also gut, es geht so. Erst das mit Judy und jetzt... Sie verstummt. Ohne ein Wort zu sagen, läuft sie weiter. Und was? Hinterfragt Jack. Es ist nichts. Jack bleibt stehen und lächelt sie vertrauenswürdig an. Du kannst mir alles sagen. Maggie schluckt. Claire hat etwas gefunden, beginnt sie. Die Flasche, die sich auf dem Floß gefunden hat. Jacks Augen weiten sich. Du meinst... Ja, wimmert sie leise. Es geht ihnen bestimmt gut, versucht Jack sie zu beruhigen. Maggie schaut zu Boone, während ihr eine Träne herunterläuft. Ich brauche Boone, schluchzt sie. Ist das Floß in dieser Serie nicht auch abgefahren? Dann müsstest du auch wissen, was passiert. Hinterfragt er verwirrt. Doch, beginnt der Teenager verzweifelt. Aber ich weiß nicht mehr, was dann passierte. Die Insel nimmt mir meine Erinnerung. Eine weitere Träne fließt ihre Wange herunter. Hey, lenkt der Arzt erneut ihre Aufmerksamkeit auf sich. Woraufhin sie ihn mit tränenerfüllten Augen ansieht. Ich bin mir sicher, es geht ihnen gut. Er zieht sie in eine Umarmung, nach einigen Momenten lösen sie sich voneinander. Maggie schluckt und wischt sich ihre Tränen ab. Danke, beginnt sie nun mit gefestigter Stimme. Für alles. Ich kann mich immer auf dich verlassen, Jack. Du bist die Person, der ich am meisten vertraue. Von Anfang an schon. Das wollte ich dir mal sagen. Gerührt lächelt der Arzt sie an. Nach einigen Sekunden setzen die beiden ihren Weg fort. Als sie am Strand ankommen, bemerkt Maggie sofort Judy, die mit dem Rücken zum Strand steht und aufs Wasser guckt.
Plötzlich hat sie eine Idee. Sie verabschiedet sich von Jack und rennt aufgeregt über den heißen Sand, wobei der Arzt sie verwirrt beobachtet. Zuerst läuft sie zu ihrem Zelt und holt einen Rucksack hervor. Anschließend läuft sie zu Hugo und flüstert ihm etwas zu. Dieser grinst sie verschmitzt an, bevor er aufspringt und in den Dschungel rennt. Nun läuft sie zu Kate, die mit Sawyer im Sand sitzt. Mummy to be, schön dich zu sehen, begrüßt Sawyer sie neckisch. Mit einem Lachen wendet sie sich an Kate und tuschelt mit ihr. Kurz darauf springt sie wieder auf und rennt zu Shannon, die gerade ihre Nägel macht. Nachdem sie mit der Blondine gesprochen hat, läuft sie zum Dschungeleingang, wo sie auf Hugo wartet. 5 Minuten später steht sie mit einem Rucksack voller Essen aus der Station und Kate sowie Shannon vor Judy, die die drei verwundert anblickt. Mädelsabend, ruft Maggie aufgeregt und schaut die Brünette erwartungsvoll mit ihren grünen Augen an. Es ist doch viel zu hart, um auf dem Boden zu schlafen, beginnt Judy. Der Teenager hebt den Rucksack und sagt, Helly hat auch einige Decken eingepackt. Judy überlegt. Und was ist mit den Schichten in der Station, die du und Kate habt? Alle mit John getauscht, verkündet die 16-Jährige stolz. Die drei Frauen schauen Judy erwartungsvoll an. Na gut, lässt sie sich schließlich Augen verdreht bereitschlagen. Fröhlich machen sich die 4 auf den Weg in den Dschungel. Ich muss mal ganz kurz hier auf die Zeit gucken. Eine gute halbe Stunde später haben sie es sich auf den zugegebenermaßen relativ harten Waldboden gemütlich gemacht. Erzähl mal was von dir, richtet sich Shannon an Judy, die Maggie hilfesuchend anblickt. Gerade will der Teenager etwas sagen, als Judy plötzlich zu sprechen beginnt. Ich bin 17 Jahre alt, habe mit meiner Mutter zusammen gewohnt. Geschwister habe ich keine. Die drei hören ihr gespannt zu. Und wie bist du hier gelandet? Will Kate wissen. Judy hat sich eine Verletzung am Kopf zugezogen, wodurch sie die Erinnerung daran verloren hat, meldet sich nun Maggie zu Wort. Kate nickt misstrauisch. Wie sieht's aus? Bricht Maggie die unangenehme Stille. Wer will was trinken? Sawyer hat mir etwas mitgegeben, beginnt Kate lächeln und holt 3 kleine Alkoholfläschchen hervor. Schmollend nimmt Maggie eine Saftflasche aus ihrem Rucksack, woraufhin alle lachen. Die Frauen genießen ihren Mädelsabend, während sie viel lachen und sich alte Geschichten erzählen. Jawohl! So sieht es aus. Kapitel 54 noch geschafft und als nächstes kommt 55. Also es sind nicht mehr viele, wir haben jetzt noch 55, 56, 57, 58 und 59. Das wird nochmal interessant. Obwohl das nächste Kapitel witzigerweise heißt Danke Lost. Ja. Mal gucken, was da passiert. Das war's hier auch schon dann mit der Timelapse und selbstverständlich mit der Fanfiction. Und wenn es euch wie immer gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Freut euch auf die Sessions. Wir gehen auf die schon mittlerweile 500 Folgen fast zu. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und mir bleibt nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao Fußballfreunde und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.